Hallo und willkommen. Ich bin's wieder MK3 und wie ihr seht, ist mal wieder Zeit für Darkest Dungeon. Irgendwann muss ich mir mal irgendwie so eine Single oder irgendwie was mal ausdenken. Irgendwas, was ich am Anfang immer abspiele, damit ich das nicht hier so eine Stimme verstellen muss. Wo fast mein Hals sich in 1000 Brocken auseinanderreißen lässt. Okay, lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen und gucken mal an, was wir hier haben. Wir haben ja doch einiges an Charakteren und davon ziemlich viele gar nicht so bekloppt. Vor allem ich. Ich bin gut dabei. Also, ganz kurz gucken, ob hier nicht noch jemand... Oh! Und wir haben noch einen ganzen Satz neu gekriegt. Huch, hab ich gar nicht gesehen. In dem Falle natürlich, weil du bist schon Level 1 auf dem Weg zu Level 2. Du machst weniger Schaden, wenn das Licht unter 0 ist. Hä? Light below 0. Ho? Ich nehme an, dass es, wenn das Licht aus ist, es halt weniger Schaden macht. Das nehme ich eher an. Und das ist in Variants nicht so gut zurechtgekommen. Aber der Rest ist ziemlich klasse, den er eigentlich hat. Eigentlich möchte ich ihn sogar behalten. Eigentlich möchte ich Random 9 behalten. Also tun wir es einfach mal. Wen kegeln wir vielleicht mal raus? Du bist schon ziemlich am verrückt werden. Du hast aber keine Nachteile mehr. Ah. Tja. Sag ich mal. So, ja. Doof. Und du hast aber auch ziemlich krasses Zeug am Start. Ah. Lass mal gucken, was hier vielleicht die Neuen haben, bevor ich mich zu hinreißen lasse, jemanden rauszukegeln. Weniger Crit und mehr Essen. Bist schon raus, du nicht. Du nicht. Du hast natürlich diesen coolen Schuss, aber hast mehr Nahe als Vorteile. Minus Crit, nee, danke. Wir brauchen jemanden mit Crit. Minus Crit, nein. Und der Jester. Obsessed with food. Womöglich tut der Essen ohne Ende hernach. Und er darf nicht ins Bordell. Ja, obwohl ich Chester sehr cool finde, aber den nehmen wir jetzt mal wirklich nicht mit. Das lassen wir. Wir gehen so los. Wir sind heroisch drauf. Obwohl wir jetzt ein paar Leute ziemlich bekloppt bei uns geworden sind. Wir gehen einfach mal los. Und damit sind wir auch Level 2 geworden. Damit haben wir auch den ersten Boss freigeschalten. Den Necromancer Apprentice. Ich glaube, Auszubildender Nekromant, ne? Irgendwie sowas. Wir können jetzt aber auch in die Welt gehen. Das ist ziemlich böse, aber wir kriegen auf jeden Fall hier jede Menge Deeds daraus. Und Quests ein paar. Das sollten wir vielleicht wirklich mal tun. Wir können einfach versuchen, den umzuhauen. Allerdings glaube ich, da sollten wir vielleicht ein komplettes Team haben aus Level 2. Momentan sind von 2 noch nicht gegeben. Oh, wir haben nur 3. Wir haben nur 3 Leute mit Level 2. Na gut. Dann würde ich sagen, ich glaube, The World war doch da, wo wir... Genau, da gehen wir in den Wald und kriegen womöglich schlimme Sachen vor die Füße geknallt. Aber das ist noch Level 0. Das ist auf jeden Fall was wir auf jeden Fall schaffen sollten und müssten. Müssen sollten, schaffen. Complete alle Raumbattles. Vielleicht schaffen... Ey, warte mal, ich führe den Trupp mal an. Und nehme deswegen auch ein paar neue mit, die auch noch nichts getan haben. Du zum Beispiel... Oh. Vielleicht hätte ich dich auch rausschmeißen sollen. Warte mal ganz kurz. Weil Random 12 war noch bis jetzt noch nirgendwo dabei. Warte mal ganz kurz. Warte mal. Wenn ich das natürlich gerade mir so angucke, so. Moment mal. Ach, Ranged. Ranged Crit ist reduziert. Warte mal, ist irgendwas Ranged bei dir? Ne, ist das Melee. Der Nachteil ist total, ja, eigentlich gar nicht gegeben. Perfekt. Natürlich, dass du mehr essen willst, wenn du Stress hast. Das ist weniger gut. Aber du hast Scouting in den Ruinen und deine Rüstung ist billiger beim Upgraden. Ah, schwierig. Weil angenommen, wir wollten sie rausbessern. Wir holen uns den Chester, glaube ich, oder? Aber der hat auch... Der isst leider viel. Das ist... Ach, das... Nee, wir wollen niemanden haben, der viel isst. Das ist doof. Das zerpflückt mir womöglich danach mal einen rumgelaufen. Die auch mit Essen... Okay, lassen wir es einfach mal so stehen. Naja, wenigstens hat das nichts mit Essen zu tun, nee, der Nachteil. Nee. Okay, gehen wir doch einfach los. Ich dachte, ich könnte jetzt jemanden noch sinnig austauschen, aber hat sich dann doch gerade erledigt. Gerade wo ich sie gesehen habe, so, oh, warte mal, das ist doch nicht so gut. Und dann so, ja, aber eigentlich ist es egal. So, gut, dann nehmen wir sie auch direkt mit. Kannst du was tun? Ihn hier wollte ich auch mitnehmen. Oh, Mist. Oh, aber ihr müsst ich auf Nummer 2 tun, dann kann ich sie nicht mitnehmen. Woraus kann sie ihr Attack machen?
Von erster und zweiter Stelle? Eigentlich müsste er an erster Stelle, weil die meisten Moves von ihr sind alle aus der ersten Reihe. Nein? Nee, der Move ist nur von der ersten Reihe. Das kann sie überall machen. Das kann die ersten drei Reihen machen von mir. Und das sind die ersten beiden. Ah, hätte er es auf die dritte Reihe und dann nur verbluten lassen von hinten Gegner. Nee, dafür ist sie nicht gut genug, glaube ich. Nee. Aber sie könnte ich mitnehmen. Obwohl sie Crit weniger hat. Moment mal. Da steht aber, dass sie Lebenspunkte below hat, so erst minus. Wieso? Also jetzt? Nee, egal. Nehmen wir sie trotzdem mal mit. Tauschen sie nochmal aus. Und wir nehmen ihn hier mit, oder? Moment, er hat eine Worons-Phobie. Ich sollte ihn nicht. Nee, Mann, wir gehen ganz schön Worons. Wir gehen in die Welt. Nö, ja. Ich meine, er kann sich hinten stellen, die ganze Zeit ein bisschen heilen und ein bisschen Stress runtersetzen. Ich meine, aber da müsste er vorne stehen. Wir sollten jemand anders mitnehmen. Wir nehmen. Turmba ist nicht da. Brownie mit? Nein. Wir müssen ihn mitnehmen. Aber das ist doof. Hoch. Er ist eher als Heiler ganz hinten dabei. Ja, wisst ihr was? Das machen wir trotzdem. Random 9, du bist jetzt der Heiler gerade geworden. Du bist der schlechteste Heiler aller Zeiten, aber was soll's. Wir nehmen zwei Schuffeln mit. Wir nehmen eine einzige. Genau, wir nehmen das mit. Wir nehmen auf jeden Fall ein bisschen hier mit. Wir nehmen. Ich glaube, im Wald. Gab es im Wald irgendwelche Ecken, wo man Holy Water für braucht? Ich weiß nicht. Was? Das können wir mitnehmen und das vielleicht. Ich bin mir noch gar nicht sicher. Im Wald habe ich wenigstens jetzt, glaube ich, getan hinsichtlich Erforschung. Habe ich jetzt kein Essen mitgenommen? Wo hast du gerade überlegt? Warte mal. Kann das sein, dass du kein Essen dabei hast? Oh, shit. Ja, ich glaube, ich habe wirklich das Essen gerade vergessen. Meine Fresse. Ah, vielleicht esse ich ja nichts. Hust. Corruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Okay, das heißt, wir müssen hier oben hingehen, weil wir nicht wissen, ob wir den Raumkampf da haben. Und wir sollten immer hell haben. Und wollte gerade sagen, wir müssen etwas zu essen. Oh, wir haben sie überrascht. Wir haben sie überrascht und wir hauen sie so schnell tot wie eben. Er heilt sich selber. Und macht sich Licht. Und sie schmeißt. Moment, hat sie jetzt schon Minus, ist die Frage. Das sehe ich so überhaupt nicht, ne? Doch, Crit ist jetzt noch okay. Jetzt ist noch nichts, kein negativer Status drauf. Alles gut, alles gut. Wir haben mal ein paar Deutsche. Okay. Dann mach du mal den Grabshot. Oh, das sieht noch gut aus. Und komm, mach sie weg. Ja. As victories mount, so too will resistance. Ich wollte gerade sagen, aber auch ich kann ja ruhig alles aufmachen, ist ja egal. Ich habe ja keinen. Oh. Oh ja, Crests. Crests nehme ich gern. Hör auf mit Stress. Oh, guck mal, das war schon nicht verkehrt. Hier der kleine Gang war schon nicht verkehrt. Aber dafür, dass wir kein Essen haben. Oh, jetzt haben wir Scouting. Das ist schon mal nicht verkehrt. Da ist schon mal ein Schatz. Das heißt, wir laufen so schnell unsere Füße uns tragen zurück. Die Fackel. Ne, wir brauchen da keinen Stress kriegen. Keinen Stress kriegen. Lichtern machen. Wir können uns keinen Stress erlauben. Wir werden einmal richtig Stress kriegen, spätestens wenn wir einmal essen wollen. Und wenn wir Pech haben, müssen wir zweimal essen. Dann mal richtig schnell verschissen. Schnell. Lauf! Was ist das? Troubled Ifrit, Mystery Gods. Wenn wir jetzt irgendwelche Barbaren oder Kultisten bei uns hätten, die wären vielleicht daran interessiert. Aber hier, das hier. Angenommen, ich versuche da eine Fackel drauf zu werfen. Dann. Da kommt Grabräuber, warum nicht? Oh! Okay. Das war nicht so cool. Hier ist immer eine Falle. Oh nein, da müssen wir schon essen. Mm. Shit. Das wird auf lange Sicht nicht gut. So, wer war hier der bessere? Dass ich das vergesse mal. Meine Herrschaften. Traps 50%. Hier. Gut, aber wenigstens diese Ecke geschafft. Wir machen aber erstmal wieder Licht an. Das ist jetzt unschön. Wir können uns kaum heilen. Na, natürlich. Aber wir haben sie überrascht. Dann machen wir das gleiche wie es vorher auch schon. Erstmal Dolchschmeißerei. Dann Normalschaden, wie immer. Dann Grabshot auf alle. Alle ausgewichen, das ist schon mal katastrophal. Doom, heilst bitte dich. Mich.
dich selbst, wollte ich gerade sagen, aber nein. 6 bis 13 Schaden und 6 bis 13 Schaden auf den. Ich würde sagen, wir hauen den Hund. Vielleicht schaffen wir es, den zu one-shotten. Nein, ein Schaden zu wenig. Okay, natürlich kommt der Hund dran. Au. Blutung. Au. Wie viel Schaden kriegst du jetzt eigentlich? Na, noch 2 Runden lang einen Schaden, das ist okay. Dann würde ich sagen, nee, du wirst weiter Dolch auf die. Vielleicht krittest du ja mal. Oh, warte mal, du krittest jetzt gar nicht mehr. 7% Chance. Mach trotzdem. Egal. Grabshot, bitte treff. Nein, nicht. Jetzt bin ich noch markiert, jetzt bin ich noch mehr Schaden. Was hat Heil Sima? So ein Lebenspunkt geheilt. So, hier nimm den. Oh. Hallo! Oh Mann. Wen ist der Hund weg? Jetzt nicht nochmal kritten. Danke. Mhm. Na toll. Aber sie hat wenigstens resistet. Schon gut. Heil mich. Jetzt wäre fast tot. Oder auch nicht. Komm, mach beide tot. Und... ah, reicht nicht. Ja, komm, pick in die Axt. Pick in die Axt. Pick ins Gesicht. Pick to the face. Ja. Oh, nee, warte mal, das muss nicht unbedingt passen. Wie viel Schaden macht das? Ja, das ist besser, das ist besser. Nein, den Minimalschaden gemacht. Genau, ein Schadenspunkt zu wenig. Nein. Ah, ausgewichen, ausgezeichnet. Muss er es machen. This expedition at least promises success. Kiste. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ich will nicht sagen, aber das war jetzt schlechter als alles andere, glaube ich. Eigentlich müsste ich, glaube, ich packe ihn sogar noch weiter nach vorne. Kannst du von hinten überhaupt irgendwas machen? Nein, kannst du nicht. Oh, ne, Quatsch, muss ich mal gucken. Du kannst da was machen, hier was machen, da was machen. Ne, du bist auch hinten, ganz praktisch. Und du bist eigentlich weiter vorne nur interessant. Ansonsten schießt du mit der Knarre nur. Ne, wir packen so um die Leute. Scouting. Ich wollte gerade sagen, Scouting und? Was seht ihr da noch was? Oh, das ist noch ein weiter Weg, das ist noch ein weiter Weg. Wenn wir Glück haben, sind die nächsten Kämpfe direkt um die Haustür. Direkt um die, ne? Im nächsten Gang oder so, wenn wir alle Raumkämpfe durch haben. So, du gehst jetzt weiter nach vorne. Jetzt machen wir hier dauernd. Und Steuererklärung! Oh! Alle nicht vom Finanzamt. Verdammt! Oh Mann, der ist bald durch. Lieber auf 2 werfen. Reicht nicht. Nochmal Seal of the Accusation auf beide. Beide tot. Gut. Schön. Und du. Nee, komm, du machst Advanced. Tot. A trifling victory. But a victory nonetheless. Oh, bitte find was zu essen. Irgendwas zu essen. Nein. Gut, Geld nehme ich auch, aber zu essen wäre jetzt echt nicht verkehrt. Gerade mit dem Blödsinn. Habe ich das noch nie geschafft. Ich habe noch nie geschafft, ohne Essen loszuziehen. Oh. Lass deinen Kopfboss kommen. Nein, nein, nehmen wir noch nicht. Oh. Je weiter wir laufen, desto höher ist die Chance, dass wir gleich nochmal essen müssen. Und wir haben nichts. Ah. Den F. Nee, den lassen wir jetzt mal stehen. Oh, na gut. Wir haben glücklicherweise hier eine Schaufel dabei. Perfekt. Fackel anschmeißen. So, bloß hier ist eine Falle gleich. Nein, nochmal Starvation. Oh, nein. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. So ein Shit. Oh, Vicky, ich muss bis zum allerletzten Raum laufen, damit wir das schaffen. Wen habe ich jetzt 2 Fackeln dabei? Lässt du wohl. Hör auf, irgendwas zu sagen. Hör auf, was zu sagen, Junge. Oh. Weißt du was? Der wollte echt die Fackel nicht anmachen. Gibt's sowas?
So, werfen wir sie mal tot schnell. Oder auch nicht. Oh, scheiße. Ah, ausgewichen, gut, gut. Oh, jetzt hör auf. Hör auf, was zu sagen, Junge. Oh. Hier, komm, so schnell wie möglich umhauen, die Jungs hier. Ich kann eh keinen töten, dann kann ich genauso gut beide angreifen. Dann Grabshot. Kann ich daraus? Doch, kann ich machen, gut. Alter, nun halt den... I won't die. Ja, wir müssen uns gleich zurückziehen. Es ist sehr wahrscheinlich, bin ich auch schon tot. Oh, verbluten tue ich auch noch. Halt die Klappe, Junge! Mein Gott! Oh, okay, ich bin tot, oder? Fast tot. Oh, damit bin ich tot. Weißt du was? Wenn ich sterbe, könnt ihr auch alle sterben, ganz ernsthaft. Ihr Vollpfosten da hinten, echt, ey. Oh, Mann! Hör auf, denn... Oh, bitte sei still! Das ist echt nicht... Das ist echt nicht mehr... Es geht auf keine Kuhhaut, was hier passiert. Es geht auf keine Kuhhaut. Oh! Wirklich, jeder Satz ist zu viel. Jeder beschissene Satz von dem hinten ist zu viel, echt. Sie erstmal vom Desktop zurückholen. Um sie direkt wieder dahin zu schubsen. Okay, jetzt ist es auch mal austicken. Auweia! Oh, bist du... Weißt du was, ihr habt überhaupt nicht... Ihr seid alle des Todes. Ihr seid absolut alle des Todes. Ich lasse euch definitiv nicht hier fliehen. Ich lasse hier keinen von euch fliehen. Auf keinen Fall. Du vor allem nicht. Du vor allem nicht. Mit deinem Scheißgeschwätz hast du uns umgebracht. Ich meine, ich habe uns eigentlich umgebracht, indem ich das Essen vergessen habe. Aber er hat uns umgebracht, indem er die ganze Zeit seinen Dünnpfiff verprozziert hat. Schritt. Alle auf Death Door. Alle. Oder? Nein, er noch nicht. Cool. Ja, komm. Sagt sie noch was? Was, sie ist jetzt gemarkt auch noch? Oh, geh doch nach Hause. Aber der macht das nicht mehr. Ich hole sie davon weg. Und der ist Tor. Batsch. Jawohl. Bring ihn um. Genau, Socke. Was ein Scheiß. Oh, fuck me, ey. Das ist alles nicht wahr, das hier. Ja, aber wir schaffen das nicht mehr. Wir können auch gehen. So. Die tausche einfach alle aus. Das ist ja... Brauche ich gar nicht gucken. Hier brauchen wir gar nicht lange gucken. Er kriegt eh sich einen Nachteil reingedrückt. Ja, wunderbar. Was ein Rotz. Nur weil ich das beschissene Essen vergessen habe. And it is shameful that I must rely upon you to set it right. Random 11. Ach, Random 11. Nein. Hier, du bist raus. Random 10. Du bist raus. Ich kann euer Visage nicht mehr sehen. Das ist... Und ich bin gestorben. So ein Müll. So ein Scheiß. Kann ich damit irgendwas tun? Nö. Oh Mann. Nur weil ich das Essen vergessen habe. Was heißt nur? Das ist das Dramatischste überhaupt, finde ich gerade. Aber gut. Ich meine, ich habe dafür einen teuren Preis bezahlt. Wir haben ihn auch abgekrebst. Oh, hier kann ich wirklich nichts tun. Ich kann nichts ausbauen. Na gut. Nee, dafür brauche ich die Bilder. Stimmt aber was. Na gut, dann, weißt du was? Wir holen uns. Wir haben auch keinen neuen Crusader, ne? Nö. Warum auch? Sag mal hier. Ne, wisst ihr was? Das gucken wir uns gar nicht an. Wir gucken das gar nicht an. Das war schon. Das ist schon zu grausam. das ist schon zu grausam, sich überhaupt reinziehen zu müssen. Okay. Ich würde sagen, das war es erstmal für Darkest Dungeon. Jetzt. Ich meine, jetzt bin ich ja immerhin schon mal gestorben. Nur noch Norwell und Rombra sind noch am Leben von dem alten Duo. Von dem alten Quattro? Ja. Und ja. Beziehungsweise Butcher ist auch noch nicht gestorben. Der lebt immer noch.
Den hätte ich auch mal ruhig wo reinpacken können, fällt mir mal gerade auf. Aber gut, das ist, was ich wohl demnächst machen werde müssen, tue, ne, und so. Okay, danke fürs Zusehen und ja, wir waren weiter in der Talfahrt, würde ich sagen. Oh, ist das scheiße. Egal. Bis dann. Ciao.